Frischer Wind für die evangelische Kirche in Hessen und Nassau. Bald werden erstmals Jugendliche im Kirchenvorstand sein. Die Gemeindeversammlung kann bis zu 2 Jugenddelegierte zwischen 14 und 17 Jahren wählen. Die können dann Anträge einreichen, als Berater hinzugezogen sein oder Teil eines Gremiums werden. Mit 18 dürfen die Delegierten dann auch selbst abstimmen. Die Jugendlichen in Dreieich-Götzenhain sind froh, dass sie in Zukunft ihre Gemeinde auf diese Weise mitgestalten dürfen. Ideen für den Gottesdienst haben sie schon. Für die Jugendlichen ist vor allem dieses die ganze Zeit das Stillsitzen, nichts machen und so vielleicht für die Jugendlichen nicht so das Coole. Und das Singen ist das Einzige, was man ja eigentlich macht. Vielleicht dass man irgendwie versucht, die Jugendlichen oder generell mal die Gemeinde mit einzubinden. Also ab und zu noch die Band dazu oder irgendwie sowas oder mal einen Filmausschnitt öfter mal zeigen. Das wäre für die Konfis jetzt auch, weil die müssen ja immer regelmäßig dann den Gottesdienst besuchen. Und ich denke mal, das wäre dann auch für die angenehmer. Der Wunsch nach mehr Mitbestimmung im Kirchenvorstand kommt von den Jugendlichen selbst. Die evangelische Jugend in Hessen und Nassau hat den Antrag in das Kirchenparlament, in die Synode eingebracht. Die Vorsitzende Jasmin Meister will mit den Jugenddelegierten das Gemeindeleben für Jugendliche attraktiver machen. Es ist ein spannendes Abenteuer, auf was man sich einlässt. Neue Meinungen, neue Impulse mit rein. Und ich glaube, jede Arbeit entwickelt sich weiter, wenn neue Sachen von außen eingespielt werden. Und das ist einfach eine zusätzliche Chance. Diese Chance sieht auch der Landesjugendpfarrer der EKHN, Pizzala. Durch die Jugenddelegierten werden die Interessen der jungen Generation stärker vertreten, hofft er. Und das Modell könnte Schule machen, nicht nur in der Kirche. Ich glaube wirklich, dass die EKHN damit ganz mutig einen Schritt in eine echte Partizipation unternimmt, wovon sich andere noch ein Scheibchen abschneiden können und auch werden. Andere Landeskirchen, vielleicht auch die Kommune. Der Landesjugendpfarrer arbeitet eng mit der evangelischen Jugend in Darmstadt zusammen. Er ist beeindruckt von ihrem Engagement. Die Jungs und Mädels der EJHN haben Lust auf Gemeinde und freuen sich, bald mitreden zu können. Ich würde mich aufstellen lassen, wenn es nächstes Jahr nichts dazwischen kommt. Wir wollen es nicht nur auf jung und peppig, sondern wir wollen auch die alten Traditionen gerne beibehalten. Und zeigen, dass auch Kirche mit dem Wandel mitgeht und nicht konservativ alt bleibt. Auf den Tisch hauen bringt nicht wirklich viel, sondern man muss einfach gucken, dass man die Themen, die einem wichtig sind, dass man da einfach guckt, dass man in Dialog kommt. Wenn Jugendliche mitentscheiden können, dass dann eben auch einfach mehr Jugendliche von coolen Angeboten oder irgendwie frischen Gottesdiensten oder so angelockt werden können. Auch in Götzenhain engagieren sich viele Jugendliche in der Kirche. Es gibt so viele Konfi-Betreuer wie Konfirmanden. Pfarrerin Martina Schäfzig ist seit 25 Jahren in der Gemeinde. Junge Leute in der Kirche sind ihr wichtig. Und dafür geht sie dann im Gottesdienst auch mal ungewöhnliche Wege. So waren schon mal ein Stöckelschuh oder gar eine große Fastfood-Kette Thema in ihrer Predigt. Schäfzig versucht, den Gottesdienst für alle interessant zu machen. Also gerade auch für Jugendliche. Keine leichte Aufgabe. Problem ist natürlich auch, dass die Jugendlichen wenig kommen, weil sie dann eher gefeiert haben und dann nicht so rauskommen. Ja. Das ist natürlich auch ein Problem bei der Geschichte. Die haben natürlich viele Ideen, aber sie dann auch zu realisieren. Aber ich finde es ein guter Ansatz, einfach mal zu sagen, hier habt jetzt die Chance, ihr könnt hier was machen. Und ich denke, da gibt es immer Jugendliche, die sich da schon auch von begeistern lassen und dann vielleicht auch andere mit anstecken mit ihren Ideen und ihrer Kreativität.